Die 10-Euro-Mod Private Nemesis ist die wohl schwerste Mod in ganz Ark Ascendant. Und wir versuchen heute nicht nur einen Alpha, sondern einen Alpha Colossus Dino zu zähmen. Viel Spaß euch. Hier sind wir wieder auf unserer einsamen Insel, wo bisher tatsächlich noch nichts Schlimmes passiert ist. Erstmal wollte ich mich bedanken für den ganzen Support auf der letzten Folge, Leute. Vielen lieben Dank für die ganzen positiven Kommentare, für die ganzen Likes. Bedeutet mir sehr, sehr viel. Super, super lieb von euch. Ich habe heute Großes vor. Nämlich wollen wir Alphas zähmen. Ich glaube, das ist das Ziel. So normale Dinos haben wir sonst schon genug gesehen, schon genug mitgespielt. Alphas ist das Erste, was wir so zähmen können. Dafür brauchen wir Dino-Eier. Also werden wir dafür wahrscheinlich Dodos zähmen. Dann brauchen wir Karotten, dafür müssen wir wahrscheinlich ein Beet anlegen und wir brauchen wahrscheinlich irgendwas, das Bären farmen kann, damit wir einen Karottensamen bekommen. Das ist der Plan. Aber erstmal machen wir technologischen Fortschritt. Nämlich können wir jetzt ein Smithy machen mit dem Metall, was wir letzte Folge geholt haben, und wir können wahrscheinlich eine Spitzhacke machen. Mit der Spitzhacke gehe ich dann nochmal Metall holen. Wir machen das tatsächlich genauso wie letztes Mal, dass ich einfach so mitten durchrennen werde und hoffe, dass mich nichts tötet. Was zum Teufel? Das ist einfach eine Kolosser-Schildkröte. Wie cool sieht die denn aus? Auch die anderen Kibbel oder so. Ich habe noch nicht mal ein Spyglass. Ich bin so ein armer Mensch, ne? Wir müssen unbedingt ein Spyglass machen. Unser Speedrun geht jetzt wieder los. Es ist schon irgendwas hinter mir. Irgendwie ein Dodo oder sowas habe ich gerade schon gesehen, dass der hinter mir her ist. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder von einem verfolgt. Aber das ist in Ordnung, solange wir irgendwie unsere Spitzhacke wieder nach Hause bekommen. Nein. Oh mein Gott, Riesenkompi. Riesenkompi wollte ich snacken, aber ist gut gegangen. Okay, das ist nicht gut gegangen. Das ist bitter. Ich wollte nämlich gerne Metall holen, weil ich dachte, ich könnte vielleicht alle Rüstungen skippen und direkt Flag machen. Aber jetzt steht der wahrscheinlich auf meiner Leiche die ganze Zeit. Oder ist das wahrscheinlich sogar noch? Das fängt schon wieder gut an. Ich glaube, ich werde meine Tasche die wiedersehen, meine Lieben. Okay, ich ziehe die jetzt einfach aggro. Okay. Ich ziehe gar nichts aggro. Och, Mann. Wie schnell ist man denn tot? Ich glaube, ich kann mir besser eine neue Spitzhacke machen, bin ich ehrlich. Ach, Mann. Okay, hier passieren schon wieder Dinge. Lizenzstöße direkt hinter mir, der will mich schon wieder snacken. Also, Raft ist halt auch nicht so wirklich nice. Also, echt nicht so gut. Achso, ja, übrigens, Plan ist, wir gehen auf eine andere Insel und gucken mal, ob da irgendwo Metall ist, was ein bisschen sicherer ist. Okay, ich hatte tatsächlich Hoffnung, dass ich das hier schnell machen kann, weil ich kann mich daran erinnern, dass hier relativ viel Metall auf dieser Brücke ist. Aber hier ist auch eine Ansammlung an Dodos einfach. Seit wann spawnen hier so viele Dodos? Ich renne einfach hier rum und die werden mich nicht sehen. Die haben nicht das Geringste gesehen. Alpha Dodo. Metall ist hier. Ich habe Metall gefunden. Ist da was hinter mir her? Nee, gerade nicht. Was habe ich da gerade noch bekommen? Ich habe noch irgendwas anderes bekommen. Was zum Teufel ist der andere Kram? Ich will Metall! Ah! Okay, die sind nicht langsam. Die sind echt nicht langsam. Kann ich hier da irgendwo runterspringen oder so? Was ist er? Was ist er bitte? Apex Dodo, ich habe kein Bett dabei. Alles cool. Man muss auch mal in seiner alten Base spawnen können. Meine alten Base, die war auch super. Ja, komm, wir schwimmen da schnell rüber, hoffentlich. Also ein gutes Gefühl habe ich bei der Sache nicht. Da bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Ja, ab hier wird's kritisch. Ab hier wird's sehr kritisch, glaube ich. Aber wir ziehen einfach durch, okay. Ja, da war der Dodo. Da ist der andere Dodo. Ah, der will mich one-shotten. Komm mit, Dodo. Alles komm mit, bitte. Einfach mir hinterher, mir nach. Danke. Junge, der Dodo ist so schnell, das ist crazy. Meine Ausdauer sagt auch fast nein. Tatsächlich, aber weil wir jetzt schnell sind. Renn, raus. Wir schaffen's. Natürlich, wie geplant. Und ab nach Hause. So, ich bin wieder da, musste die ganze Zeit auf Metall warten und dann hatte ich kurz einen Bob der Baumeister-Moment. Also wir haben jetzt eine Hütte. Ich habe erst so eine Wand gesetzt, dann zwei und dann dachte ich so, weißt du was, warum ziehst du nicht direkt durch, machst direkt eine Hütte? Und für so eine Starterbase eigentlich ganz nett, oder? Damit kann man gut leben, finde ich. Ich habe immer noch nicht, glaube ich, alles Metall geschmolzen. Hier ist noch so ein ganz bisschen und hier ist noch so ein ganz bisschen drin. Und ich habe jetzt drei Fleckteile an, glaube ich. Ich hatte eigentlich auch schon einen Helm gemacht. Ist der Helm hier noch drin? Keine Ahnung. Ja, der Helm ist hier noch drin. Und wir sind fast full Fleck. Wir haben eine Axt und eine Spitzhacke. Und eigentlich kann der Spaß fast beginnen. Und damit geht unsere Reise zu Kristall in die nächste Runde. Wir werden jetzt wieder den Berg da hochrennen. Hoffen, dass es diesmal besser läuft wie beim letzten Mal. Ich glaube, ich laufe mal so ein bisschen mehr rechts rum. Ich wollte 10 Bolas machen. Anscheinend habe ich nur eine gemacht. Ich weiß nicht, mir geht es gar nicht gut. Aber eine Bola wird mich wahrscheinlich nicht retten. Ich denke nicht, dass eine Bola mich retten wird. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Bis jetzt glaube ich nicht. Oh mein Gott, nein. Ich wollte gerade sagen, es läuft echt gut bisher, aber es läuft nicht so gut bisher. Ich habe versucht, die zu bolern. Das hat nicht so gut geklappt. Okay, meine Ausdauer sieht auch nicht so gut aus. Okay, ein Kristall. Wo ist hier ein Kristall? Ich habe da gerade viele gesehen, aber da kann ich nicht hin. Okay, das war's. Und meine Fleckrüstung ist auch wieder kaputt. Das ist die schwerste Mod, die ich bisher gespielt habe, glaube ich. Also Overall X war genauso schlimm. Overall X definitiv genauso schlimm. Aber das tut sich nicht viel. Hier ist alles aggro, dauerhaft. Egal wo du hingehst, alles greift dich an. Du hast nie eine Sekunde Pause oder so. Das Einzige, wo ich wirklich Ruhe hatte, war auf einer Insel, wo nichts spawnt. Niemals geht das. Niemals. Er steht einfach drauf. Er steht einfach auf meinen Sachen.
Ja, der bewegt sich halt auch kein Stück. Ich glaube, der ist sogar stuck oder so. Ich habe keine Ahnung, aber der ist halt, der isst meine Sachen. Okay, der isst meine Sachen. Ja, okay. Bitte, bitte kämpf gegen was anderes, Raptor. Einmal. Einmal. Nee, der hasst nur mich. Er hasst nur mich. Aber er ist von den Sachen weg. Vielleicht machen wir eine Planänderung. Vielleicht holen wir uns irgendwas zum Fliegen. Erst so ein Petri oder so. Und holen uns einfach woanders Gustav weg, wo es ein bisschen sicherer aussieht. Da muss ich hin. Schnell. Bitte, bitte. Okay, wir rennen. Wir rennen. Wir ziehen durch. Das war's. Ein Apex-Dodo hat mir eine Kopfnuss gegeben. Und der Apex-Dodo steht direkt neben meiner Leiche. Ich werde gequält. Ich werde gequält. Ohne Witz. Weglocken hat begonnen. Ein Gallimimus ist aggro auf mich. Ein Gallimimus. Ich habe meine Sachen. Ich will den Drop noch aufmachen und dann bin ich hier weg. Drop, gib mir was Gutes. Nur Kacke. Nice. Vielleicht habe ich gelogen. Vielleicht war der Drop gar nicht so useless. Ich habe 24 Karotten bekommen. Die brauche ich für Alpha-Kibbel. Nicht nur habe ich Karotten bekommen, ich habe auch Betäubungspfeile 11 Stück bekommen und ich habe 4 Narkosemittel. Das heißt, wenn ich jetzt ein Para finde, könnte ich den vielleicht zähmen und dann könnte ich ein paar Bären farmen und könnte mir ganz viele Narkosemittel machen und dann etwas anderes zähmen. Aber wir brauchen irgendwas, was Bären farmt auf jeden Fall. Du bist ein normaler Strike Level 15. Vielleicht bist du's. Komm in die Gang. Hauptsache Bären farmen. Wenn ich jetzt noch treffen würde, wäre es nice. Und wenn du nicht unter Wasser wärst, komm mal raus. Da, ja. Okay, sehr gut. Hier, ich habe nicht so viele Pfeile. Das ist Level 15 eigentlich ganz nice. Hör auf, bitte schlag mich nicht. Nicht im Wasser auslocken. Nee, nicht ins Wasser. Ich habe gesagt, hallo. Ah, wir hatten doch drüber geredet, wir beide, oder? Er geht tauchen. Kriege ich dich vorher durch vielleicht? Ne, das sieht gar nicht gut aus. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist schneller, Trikey Boy. Du bist heute extra hungrig, komm schon. Okay, er hat nochmal gegessen. Braucht er noch eine dritte? Wie viel braucht er? 61%, ihr wollt mich flachsen. Oh no, Oxygen weg. Oh nein, der wird so elendig sterben. Was hat mich angegriffen? Nee, der wird jetzt sterben. Ich sehe es jetzt schon kommen. Guck mal, HP. 200. Oh nein, 180. Einmal essen noch. 130. Nein. Das hätte alles so schön sein können. Ohne Witz, das war so knapp. Hier ist ein Level 20 normales Strike. Die Frage, wird sein Vulkanik-Bruder daneben aggro, wenn ich ihn anschieße? Das sehen wir jetzt. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Dodo ist aber ziemlich aggro. Passe ich hier durch? Da passe ich durch. Gerade so. Dodo, bitte. Warum sind Dodos so verdammt schlimm hier? Dodos einfach die Endgegner. Das kann nicht wahr sein. Ich muss einfach die ganze Zeit flüchten vor Dodos. So, drumherum gerannt wieder. Hier ausgetrickst. So, Trikey, du kommst nicht weg. Du musst bitte einmal hier bleiben. Ich nehme nämlich gleich irgendwie mit. So, ausgenockt haben wir ihn schon mal. Was machen wir jetzt mit dem Dodo? Kann man den bolern? Wo ist der überhaupt hin? Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ich höre den Dodo. Der ist echt hier. Der ist echt hier. Ich bin bereit, ihn zu bolern. Du bist gebolert. Und jetzt bräuchte ich normale Pfeile und er wäre tot. Ah, ich habe keine normalen Pfeile. Ich habe nur Betäubungspfeile. Wir machen hier ein paar Pfeile. Das ist der Plan. Der ist rübergeschwommen. Gott, ich hasse ihn so sehr. Dodo, das ist dein Ende. Du warst lang genug gemein. Da, geh tauchen. Du Kack-Dodo. Double Try ist tot. Ja, der ist so tot. Oh mein Gott. Ah, die Suche geht weiter. Das hier ist der Versuch. Ich sag's euch so, wie es ist. Das ist er. Okay, alle werden sauer. Vielleicht ist er das nicht unbedingt. Aber vielleicht doch. Ihr werdet sehen. Weil der eine ist Level 15 und da ist mein Zuhause. Also das sollte ich irgendwie hinbekommen, glaube ich. Ich weiß nicht, welcher das war, ehrlich gesagt. Oh, der eine rennt weg. Ah, ich weiß, welcher es ist. Du bist es, Kollege. Level 15 und ich werde dein Baby auch mitnehmen. Da, das ist mein letzter Pfeil. Leg dich hin, bitte. Und nimm die Bären. Eigentlich sollten wir Dodos auch direkt mitnehmen. Ich weiß nicht, warum der so komisch leuchtet. Ist das irgendwie ein gutes Zeichen? Weil wir brauchen Eier. Ich nehme den einfach mal mit. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir ihn nur noch lebendig nach Hause bekommen. Ich hoffe, dass der ein schneller Schwimmer ist und einfach hier rüber heizen kann. Oh, schnell, es geht so. Der ist halt Level 22. Ne? Wenn den was erwischt, der ist wahrscheinlich schnell Feierabend. Aber der schafft das, der schafft das. Oh mein Gott, wie ich diesen Luxus gebraucht habe. Guck die Narkobären an. Das ist ein Traum. Ich habe jetzt 67 Pfeile und damit holen wir uns jetzt Petri ran, Level 140. Also ich habe den mir mal markiert. Ich dachte, wir kommen mal her, gucken uns mal an, wie das Ganze hier aussieht. Und ich finde, es sieht okay aus. Einmal bohlen, einmal anschießen, Essen rein und dann nehmen wir den mit. Und dann haben wir echt Fortschritte gemacht. Dodos zu Hause für Eier. Wir können wahrscheinlich Karotten anpflanzen. Habe ich doch gar nicht geguckt. Das sollte aber auch kein Ding sein. Und dann können wir vielleicht schon bald Alpha machen. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt nicht anschießen sollen. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich sage euch so, wie es ist. Der geht nie wieder an Land. Och, Mann. Warum habe ich ihn angeschossen? Ich hätte mir in der Zeit wahrscheinlich schon 10 andere Petris holen können. Aber das ist was Persönliches. Ich ziehe das bis zum Ende durch. Er ist über Land. Die Frage ist, wie lange? Ja, lande. Lande einmal. Bitte. Oh mein Gott. Ich kann es nicht. Ich habe es geschafft. Petri down. Oh mein Gott, ich werde dich debuggen. Das hast du davon.
Hier hat ein Volcanic Trike gegen eine Karkinos gewonnen. Und ich weiß nicht, ob Volcanic Trikes Aggro sind. Aber wenn nicht, würde ich hier gerne ein bisschen was abstauben. Weil Trikes sind halt Trikes, oder? Das heißt eigentlich nichts hier in der Mod. Das ist doch ein bisschen Polymer und Chitin. Für einen Petri-Sattel nämlich. Oh mein Gott, Jackpot. Ich habe so gewonnen gerade. Oh mein Gott, ey. Nice. Petri mit Sattel geschenkt bekommen. Kein Ding, Trike. Ich habe dir beim Abbauen geholfen. Immer für dich da. Ich kann es doch nicht ganz glauben. Ich kann einfach fliegen. Das ist eine andere Welt. Und wir gehen, glaube ich, da hinten hin, wo diese eine Ruine war. Weil da ist, glaube ich, auch Kristall drüber. Und vielleicht können wir da ganz schnell was abstauben. Und dann haben wir ein Spyglass. Und dann können wir uns mal ein bisschen umgucken. Wir sind wieder beim Riesenbronto. Ey, irgendwie mache ich das immer wieder glücklich, wenn ich den sehe. Und wir sind hier, wo wir schon mal kurz angefangen hatten zu bauen und dann doch wieder direkt gestorben sind. Weil hier auch einfach ein Oh, hier ist ein Biberdamm. Oh, das wäre schon irgendwie wichtig. Meine FPS sind irgendwie 2, wenn ich den Biber angucke. Aber der Biber hat halt auf meiner Base einen Biberdamm gebaut. Da darf ich noch was klauen dann, oder? Ich werde so elendig sterben und mein Petri auch. Oh mein Gott. Wünsch mir Glück. Okay, go. Oh, bitte. Lass mich doch... Oh mein Gott. Okay, das hat geklappt. Ohne Probleme. Wir haben Cementic Paste. Das heißt, wir können eine Death Recovery machen. Und jetzt hier noch hoffentlich Kristall holen in Ruhe. Sieht auch ganz gut aus. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Leute, wir haben es geschafft. Das ist der Durchbruch. Okay, okay, wir sind da an der Sache dran. Nämlich haben wir hier Beete mit Wasser. Ich habe nur keinen Fertilizer. Oder muss irgendjemand gleich pupen? Dann habe ich hier übrigens etwas, wovor ich Angst habe, ist, dass diese Drops irgendwann ausrasten, die hier spawnen und mich angreifen oder so. Weil ich habe gesehen in dem Trailer, dass die Drops irgendwie angreifen können. Und die spawnen halt auf dieser Insel. Also könnte sein, dass wir möglicherweise von einem Drop irgendwann vernichtet werden. Aber naja, so ist das dann halt. Und ich habe 3 Dodo-Eier am Start. Und das heißt ja ganz theoretisch, dass wir uns schon einen Kibbel machen können, wahrscheinlich. Nur dazu brauche ich bestimmt noch eine Werkbank, denke ich mal. So, das Ding hier, das können wir tatsächlich sogar craften. Und ich würde auch gerne mal das Ding hier craften, weil das können wir uns auch mal angucken. Und eigentlich hätte ich auch gerne eine von diesen Forges, weil wir bekommen die ganze Zeit komisches Metall, was ich noch nicht verschmelzen kann. Nämlich das hier. Wir haben Kupfer bekommen und wir haben Tinrohr bekommen. Und das müsste ich eigentlich wahrscheinlich auch mal verschmelzen. Hier, wir stellen mal das Ding hier auf. Unser neuer Ultralord Forge Dingsbummens. Und das Ding hier stellen wir auch irgendwo hin. Hier zu den Dodos. Ihr könnt direkt mal ein bisschen brennen, meine Freunde. Aber hier braucht man auch den Kibbel. Dinosaurier, ja, hier, da. Ich kann einen Alpha-Kibbel machen. Ich werde mir einen Alpha holen. Aber sowas von. Aber erstmal ein Spyglass. Ich kann es nicht glauben. Alpha Petri, ich komme. Ich weiß nicht, ob das so sein muss, aber alle Alpha Petris auf der ganzen Map sind Level 1. Ich habe gerade nämlich Level 100 eingegeben. Ich dachte, oh, Level 100 Petri wäre schon echt sick. Ja, einfach keiner da. Ich glaube, ich muss mal einen Dino-Wipe machen. Die sind alle Level 1. Ich bin einfach vom Server geflogen, als ich Dino-Wipe gemacht habe. Perfekt. Okay, Leute, wir sind jetzt besser vorbereitet. Und wir können sehen, dass zum Beispiel ein Volcanic Dodo nur 2000 Leben hat. 2000 Leben ist gar nicht mal so viel. Ich dachte, der hätte viel, 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 viel mehr. So, wir machen jetzt normale Pfeile hier rein. Ich hätte natürlich gerne eine aufgemotzte Armbrust, aber das konnte ich mir leider nicht leisten, weil ich einfach arm bin. Aber wir gehen da jetzt drauf zu und dann holen wir uns gleich diesen Petri, den Alpha Petri Level 1. Anscheinend sind die alle Level 1. Ich habe einen Tino-Wipe gemacht. Ist genauso wie vorher. Ich hoffe, ich kann den bolern. Ich habe ihn gebolert. Ich hoffe, der schießt jetzt nicht trotzdem irgendwelche Sachen. Und dann können wir den einfach umschießen. Guckt euch das an. So läuft es hier nämlich jetzt. Jetzt wehren wir uns. Die Zeit ist vorbei, wo wir vor allem wegrennen, weil wir nicht wissen, wie stark das ist. Ich glaube, ich nehme noch mehr Dodos mit, weil dann kann ich vielleicht noch ein Alpha-Kibbel machen. Ich habe nämlich vorne ein Para gesehen. Und das war ein Kolossus-Alpha-Para. Und die Kolossus-Viecher brauchen tatsächlich auch nur normale Alpha-Kibbel. Das heißt, vielleicht ist das auch noch ein Snack für uns. Vielleicht nehmen wir den auch noch gleich mit. Aber erstmal hätte ich gerne den Petri. Wenn er einmal hier an Land kommt, dann bohle ich den. Der ist halt Level 1, aber das ist mir eigentlich egal. Ich habe gerade eine Idee. Ich weiß nicht, wie blöd die ist. Oh, man kann die nicht mehr bolern. Oh mein Gott, man kann die nicht bolern. Oh, okay. Das ist interessant. Wie macht man das denn, wenn man die nicht bolert? Aber dann fliegt der ja hinter mir her, richtig? Kann ich doch theoretisch den einfach anschießen und abhauen und schießen? Das war ein Hit. Kommt er auf mich zu? Er kommt auf mich zu. Okay, 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 okay. Chill, 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 chill. Okay, wir gehen hier an Land, wir gehen hier an Land. Ja, alles wird gut, alles wird gut. Alpha Petri, Headshot, zack, da liegt er. Zack, Kibbel rein. Was, woher habe ich das Ding denn? Und die kann man entwickeln anscheinend. Godlike Evolution oder so. Hier, da, nimm deinen Kibbel. Willkommen in der Gang. Und ich habe hier diese komischen Dinger. Das sind die neuen Kryos. Zack. Easy, ich habe Alpha Petri. Oh mein Gott, jetzt wird es langsam erfolgreich hier. Und den Riesenpaar, den hole ich mir auch noch. Okay, für den Alpha Petri Sattel brauche ich Alpha Hide. Okay, wir müssen Alpha töten. Vielleicht ein Dodo oder so. Kann ich mit dem Petri gegen die kämpfen? Ich habe keine Ahnung, was mir gerade aufgefallen ist. Vielleicht ist der Para weg tatsächlich. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich Dino Wipe gemacht habe, weil die ganzen Level 1 Petris da waren und ich dachte, das wäre ein Fehler. Ich darf nicht sowas abbekommen da hinten. Ja, ich kann gegen Dodos, kann ich gewinnen. Easy, so bekommt man aber echt wenig Hide. Ich glaube, ich muss absteigen dafür und ich habe ein bisschen Angst.
Pego, nein! Was hat er mir geklaut? Hat er mir was geklaut? Ich habe keine Ahnung. Der hat mir was geklaut und der hat übel viel Leben. Und der geht dahin. Der hat meine Sichel. Ah, egal, nimm meine Sichel. Einen Eiferaffen sollte ich auch tot bekommen, denke ich mal. Easy. Kann ich hier absteigen? Ich glaube schon. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Okay, ich krieg keinen Halt. Ich wollte sagen, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Doch, wir haben trotzdem genug. Sehr nice. Man sitzt halt so halb in dem Sattel drin irgendwie. Aber ich habe meinen ersten Eifer. Das ist ja auch schon mal was. Also, es wirkt ein bisschen komisch. Mit einem Apex-Duo soll ich mich wahrscheinlich nicht anlegen. Ich würde so gerne gegen irgendwas kämpfen, aber irgendwie bin ich doch noch nicht bereit. Ich gucke jetzt mal, ob der Para wie ich gewiped wurde. Sonst muss noch was anderes. Oh mein Gott, was ist das? Kolossos Apex Teri. Wie cool ist er denn? Oh, ich hoffe, wir können bald Apex ziehen. Da holen wir uns den direkt dran. Da ist der Para, der ist doch da. Alpha Kolossos Para, das ist er. Der braucht nur einen Kibbel. Und hat 6000 Topos. 6000 Topos ist schon ein bisschen was. Aber vielleicht kriegen wir das hin. Okay, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie wir den jetzt ausknocken. Ich denke, ich schieße einfach drauf und renne im Kreis oder so. Und der Death Recovery kann ich zu Hause bauen. Habe ich aber tatsächlich bisher auch vergessen. Sehr gut wieder. Dann baue ich die einfach zu Hause und kriege meine Sachen wieder, falls ich drauf gehen sollte. Ich würde sagen, wir schießen einfach und gucken, was passiert, oder? Der kriegt nicht viel Topor. Der ist sehr sauer und sehr schnell. Der ist schnell. Der ist wirklich schnell. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aua, er hat mir schon wieder ein bisschen den Rücken gebissen. Vielleicht können wir auf unser Raft und damit ein bisschen wegdüsen. Okay, hier ist ein Golem. Okay, ja, ich habe mir alles anders vorgestellt. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Wie sieht's aus? Kommt er mit? Er kommt tatsächlich mit. Alles ist langsam im Wasser. Okay, wir sind da an dem Fall dran, Leute. Wir sind da sehr an dem Fall dran. Ich hoffe, ich habe den Golem nicht. Ich habe den Golem absolut getroffen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe den Golem nicht getroffen. Was habe ich gemacht? Direkt den angeschossen. Wo ist er hin? Oh, hier unter unserem Raft einfach. Okay, es wird besser und besser. Wir haben wieder die Zeit unseres Lebens. Und er wirft Steine, während er unter Wasser ist. Okay, ihn juckt gar nichts. Er gibt mir auch eine Schelle, während er unter Wasser ist, tatsächlich. Ich müsste mal weiter, wenn ich darf. Ja, er holt auch seine Buddies. Wir ziehen mal kurz durch. Seine Buddies fliegen auf dem Wasser. So langsam wird's interessant. Also, viele Dinge sind sehr interessant. Aber ich glaube, ich habe vielleicht seine Akku gleich verloren. Para ist doch Akku. Ich weiß nicht, dann sind wahrscheinlich die Golems auch noch Akku. Hä, was ist los mit ihm? Warum geht er so unter Wasser jetzt? Es wird schlimmer und schlimmer. Ah! Okay. Kopflos. Aua, mein Bett ist kaputt. Und ich habe ziemlich Damage bekommen. Nicht nett. Gar nicht nett. Er kämpft gegen irgendwas oder so, kann es sein? Oh, er kämpft echt gegen was. Gegen was? Oh no, gegen den Hai? Der hat einen Hai in den Kopfschuss gegeben und hat den weggehauen. Folge mir, folge mir. Aus dem Wasser raus. Wasser ist doch keine gute Idee. Wasser ist doch keine gute Idee. Hab nicht gewusst, dass da böse Haie drin sind. Ich tank dich. Ich tank dir nicht. Oh mein Gott, ich tank dir nicht. Der macht echt viel Damage. Ah, ich krieg die vielleicht vorher ausgenockt. Nee, geh nicht wieder ins Wasser. Was tust du? Nein, nein, nein. Komm raus. Komm raus, mein junger Freund, bitte. Warum muss das jetzt schon wieder sein? Warum muss hier alles schief gehen? Das ist ein normaler Megalodon. Den packst du. Du bist der beste Para. Ja. Sehr gut, sehr gut. Oh, er hasst mich wieder. Er ist stuck im Boot. Er ist ausgenockt. Und nichts Böses ist hier. Nimm den Kibbel. Ich hab ihn. Einpacken. Weg. Weg. Wir ziehen durch. Das war erfolgreich. Sogar ein Golem nebenbei noch Aggro gezogen. Was sehe ich da? Der Para ist so groß wie mein Haus. Oh Gott, ey, was zum Teufel. Junge, der macht Steine instant kaputt. Aber das soll es gewesen sein für diese Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mich das gerne wissen mit einem Like, mit einem Abo. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi.